Es war Mitte der 90er Jahre im Sommer. Zusammen mit unserer Keyboarderin, die sich einen gerade mal einen Tag alten BMW von ihrem Vater dafür ausgeborgt hatte, fuhren wir zu unserem Konzert Richtung Westfalenhalle nach Dortmund. Wir waren auf der Autobahn, als ein anderes Fahrzeug uns so überholte und schnitt, dass wir nicht mehr ausweichen konnten und frontal auf die Leitplanken mit ca. 120 km pro Stunde zurasten. Ich vermute, dass es in so einem Moment allen Menschen gleicher geht. Das letzte Wort, das wir beide in diesem Augenblick noch schrien, war Scheiße! Später erfuhr ich, dass unser Wagen abhob, sich mehrfach überschlug, dann auch noch mit einem anderen Fahrzeug kollidierte und die Feuerwehr uns aus dem Wrack rausschneiden musste, aus dem wir mit einigen Knochenbrüchen, aber zum Glück lebend, ins Krankenhaus gebracht wurden. Hier könnte meine Erinnerung enden, doch genau hier fängt sie erst an. Das Letzte, was ich bewusst wahrnahm, war unser beider erwähnter Ausruf. Was danach passierte, ist mit rationalen Gedanken nicht mehr zu erklären gewesen. Den Aufprall auf die Leitplanken und das Abheben des Wagens bekam ich so nicht mehr rational mit. Zuerst rasten wenige Bilder meines Lebens an mir vorbei, bis zurück in mein Kleinkindalter. Und in der nächsten Sekunde passierte alles nur noch in Zeitlupengeschwindigkeit. Kein Gefühl dabei, kein Schmerz oder sonst was, sondern das Beobachten des Ganzen in Zeitlupe, als sei ich nur ein Zuschauer gewesen. Ich sah mich selbst neugierig von oben, nahm wahr, wie der Wagen abhob und später irgendwo wieder landete, um danach nochmals gerammt zu werden, aber alles geschah ohne dabei etwas fühlen zu können und in unglaublicher Zeitlupengeschwindigkeit. Dann verschwand dieses Zusehen. Alles wurde schwarz vor mir und auf einmal war da dieser Tunnel oder ein tunnelartiges Gebilde, das mich anzog und ich wollte unbedingt in ihn hineingehen. Ich versuchte das Ende des Tunnels zu sehen oder es erahnen zu können und je mehr ich mich ihm näherte, umso übermäßig ruhiger wurde alles in mir. Absolut friedlich. Und ich hatte das Gefühl, lächeln zu müssen. Körperlich nahm ich mich nicht mehr wahr. Es gab weder Schmerzen noch Atemnot oder sonst was, sondern einfach nur eine abgrundtiefe Ruhe in mir. In meiner Wahrnehmung ging ich in den Tunnel rein und sah am anderen Ende ein Licht, das immer heller wurde, aber nie so hell, dass es blendete. Dennoch konnte ich nicht genau hineinsehen. Und doch nahm ich mitten in diesem Licht etwas wahr. Eine undeutliche Gestalt, die nur schemenhaft auszumachen war. Undeutlich. Sie schien ihre Hand nach mir auszustrecken, so als würde sie mich zu sich winken. Das Gefühl, was von dieser Gestalt ausging, lässt sich mit unseren Worten nicht mal im Ansatz beschreiben. Stell dir vor, du bekommst in einer Sekunde eine Ladung von Abermillionen Megatonnen purer Liebe und Glück, wie nie zuvor je gefühlt, auf einmal ab. Dieses alles überwältigende Gefühl purer Harmonie und eines Glücklichseins, das dich auf die Knie sinken und dich wie ein kleines Kind weinen lässt. Dieses Gefühl purer Harmonie, das so unendlich groß war, dass es dafür keine Worte gibt, ließ mich nur noch den Wunsch verspüren, auf dieses Licht und die Gestalt darin rennen zu wollen. Es war wie eine Befreiung von allem, was jemals Sorgen bereitete oder was jemals unglücklich machte. Es war mehr als nur überwältigend. Es gab für mich keinen anderen Wunsch mehr, als unbedingt zu diesem Licht und dieser Gestalt durch den Tunnel hinlaufen zu wollen. Zu der Gestalt, von der ich nicht mal im Ansatz sagen konnte, ob ihre Konturen wirklich menschlich waren. Die Gestalt, die stehend und sich dabei doch schemenhaft bewegend, mich dann doch an eine Männergestalt erinnerte. Ich schien dem Ende des Tunnels immer näher zu kommen, ja fast schon auf das Licht zugehen zu können, als alles aufhörte und ich
in einer Übergeschwindigkeit aus allem Sehen und Fühlen zurückgeschleudert wurde und an das, was danach folgte, keine Erinnerung mehr möglich war. Ich lag einige Wochen im Krankenhaus. Auch das wusste ich nicht, als ich wieder zu mir kam. Ich war wieder in mir. Alles tat weh, doch es interessierte mich nicht. Ich weinte über diesen Verlust dieses unendlichen Glücksgefühls, über die verpasste Möglichkeit, bis zum Ende des Tunnels zu gelangen und über die nie erreichte Chance, dieser Lichtgestalt näher gekommen zu sein. Ich habe viele Jahre danach noch daran gedacht. Ich dachte, ich hätte mir das nur eingebildet. All diese Gefühle und dieses Wesen wollte es abtun mit biochemischen Gehirn- und Körperreaktionen auf den Schock. Doch irgendwas in mir lehnte diese Betrachtungen als ein unehrliches Gefühl ab. Also begann ich später, nach Berichten aus der ganzen Welt zu suchen, sie zu sammeln, zu dokumentieren, Leute, die ebenfalls eine Nahtoderfahrung hinter sich hatten, zu befragen, und stellte in der Summe all dieser Recherchen fest, dass fast alle Erfahrungen, unabhängig vom Land, den Religionen, dem Alter oder dem Geschlecht, nahezu identisch waren mit meiner Erfahrung. Alle nahmen diesen Tunnel wahr. Dann dieses unglaubliche Glücksgefühl, das einen zerreißt, weil man diese Überdosis Glück gar nicht ertragen kann. Und dann dieses, tja, und dafür gibt es eben kein rationales Wort und niemand konnte es in seiner Sprache genau beschreiben. Also sage ich dazu einfach Lichtwesen. Dieses Lichtwesen, welches zu sich einlud, um dann im letzten Augenblick durch einen Strudel zurückgerissen zu werden. Manche berichten sogar von einer Art Kommunikation ohne Worte mit diesem Lichtwesen und schworen darauf, vor dem Rückstrudel nonverbal gesagt bekommen zu haben, noch ist es nicht so weit, geh zurück. Ich hatte diese Kommunikation nicht, doch dass all die vielen Menschen von dem gleichen Erleben sprachen, konnte nicht mit einfach einer körperlichen oder geistigen, biochemischen Schutzreaktion erklärt werden. Nicht bei all den Unterschiedlichkeiten der Menschen. Also blieb nur eine Erkenntnis übrig. Wenn alles Mögliche nicht die Antwort ist, muss man anfangen, das Unmögliche zu akzeptieren. Mich führte diese Reise zum Glauben, obgleich ich davor ein ausgemachter Atheist war. Und nein, ich will nicht bekehren oder ähnliches. Doch ich weiß nun, dass es da etwas gibt, das außerhalb unserer realen Vorstellungskraft liegt. Etwas, das die Endgültigkeit vom Tod, so wie wir ihn in unserer Kultur verstanden wissen, allumfassend verneint. Egal, ob wir nun an Gott oder etwas anderes glauben oder nicht, nach all den Erfahrungen und Recherchen bin ich fest davon überzeugt, dass das Leben mit dem irdischen Tod nicht endet. Wenn das Leben jedoch nicht, wie gelehrt, mit dem Tod endet, was genau ist dann unser Leben? Was sind unsere Seelen? Woraus bestehen sie? Woher kommen sie? Was ist mit den abertausenden Berichten über die Reinkarnation, die schon seit zigtausenden Jahren in der Bhagavad Gita, dem heiligsten Buch der Inder, Hauptthema ist? Und wenn wir bei diesem Thema sind, dann kommt man automatisch zum Thema Seelenwanderungen und zu solchen Grundsatzfragen wie die Wahrscheinlichkeitsfrage, ob Seelensplitter vorheriger Leben in das Erinnerungsbewusstsein der jetzigen Seele eingegangen sein können. Wie sonst erklärt man sich beispielsweise bei manchen Menschen die überdimensionierte Höhenangst, obwohl es in ihrem ganzen heutigen Leben dazu keinen Anlass gab? Wenn man all dies ernsthaft weiterverfolgt, hat man eine Rätseljagd vor sich, die spannender nicht sein könnte und für die vermutlich ein Menschenleben nicht ausreicht.